Mein Name ist Bernie Meyer. Ich bin Autor und Journalist. In den 50er Jahren wurde eine Edelprostituierte in Frankfurt brutal getötet. Unter ihrer Kundschaft Wirtschaftsbosse und Prominente. Der Fall wurde ein Medienereignis. Die junge Republik hatte ihren ersten großen Skandal. Aber der Täter wurde nie gefasst. 60 Jahre später. Vielleicht habe ich eine Chance. Vielleicht entdecke ich etwas, das all die Jahre übersehen wurde. Vielleicht finde ich eine Spur zum Mörder. Zum Mörder der Nitribit. Die Reise, ne? Ach. Unsere wie ihre. Da steht ein rotes Auto. Aber hier steht auch ein schwarzes Miniatur SL Cabriolet. Könntest du ja mal beschreiben? Also der Grabstein ist sehr schmal. Steht drauf, nichts Besseres darin ist, denn fröhlich sein im Leben. Ich finde das ein ganz guter Spruch irgendwie für sie. Rosemarie Nitribit, 1.2.1933 und bezeichnenderweise 1.11.1957, der Tag, an dem sie gefunden wurde. Und nicht der Tag, an dem sie gestorben ist, weil der war es ja definitiv nicht, der 1.11. Und steht ein rotes Cabrio, so Matchbox-Autoartig auf ihrem Grabstein. Das Grab ist ziemlich gut gepflegt, würde ich sagen. Wachsen Rosen, rot und weiß, blühen auch. Es gibt so ein Gedächtnisfoto, wo sie drauf ist mit ihrem Pudel. Jemand erneuert die Kerzen in so kleinen Engelsstatuetten, beziehungsweise eine Engelsstatuette scheint mir auch sehr neu zu sein. Das Grablicht brennt. Das Grab hat die Nummer 1148. Und es steht vor ihrem Bild tatsächlich nochmal eine Miniatur in so einem kleinen Plastik- oder Glaskasten von der schwarzen und korrekten Version des 190er SLs. Da standen wir, am Ende unserer Reise, auf einem Düsseldorfer Friedhof, vor ihrem Grab, Rosemarie Nitribits Grab. Was wir bis dahin erlebt und herausgefunden haben, hat uns tiefer in das Leben der wahrscheinlich berühmtesten Prostituierten Deutschlands gesogen, als wir jemals gedacht hätten. Wir haben die Distanz verloren. Wenn man einen Fall im sogenannten Milieu recherchiert, tun sich ja immer menschliche Abgründe auf, das ist klar. Aber hier kam noch was anderes dazu. Je mehr man sich mit Rosemarie beschäftigt, desto mehr hat man das Gefühl, man könne sie irgendwie verstehen. Oder ist das ein Trugschluss? Finden wir es raus. Was ist damals eigentlich genau passiert? Deutschland Ende 1957. In der Stiftstraße 36, nicht weit weg von der Zeil, im Zentrum von Frankfurt am Main, lebt und arbeitet die Nitribit, in einer schicken und modernen Wohnung. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin que tu m'aimes. Pour n'avoir plus de peine. Pour être heureux à mon tour. Als Nitribit das Untermietverhältnis im Westend gekündigt wird, mietet sie im September 1955 in der vierten Etage eines Neubaus in der Stiftstraße 36 zwischen Eschenheimer Turm und Redaktionshaus der Frankfurter Zeitung ein zur damaligen Zeit hochwertiges Zwei-Zimmer-Apartment an. Die 75 Quadratmeter große Wohnung ist mit Parkettboden, einer großen Glastür im Wohnzimmer, Türsprechanlage und als eine der ersten Wohneinheiten in Frankfurt mit Fußbodenheizung ausgestattet. Der Neubau besitzt ein mit Marmor verkleidetes, beheiztes Foyer und einen Personenaufzug. Die Auswahl des Apartments erfolgt mit Blick auf die zugedachte Verwendungsrichtung als eine für die avisierte, besser verdienende Kundschaft angemessene Alternative zu Stundenhotels und Privatpensionen.
Dass die Wohnung keinen Balkon besitzt, ferner Wohn- und Schlafzimmer zur Straßenseite gelegen sind, nimmt Nitribit in Kauf, weil die Ecklage des Apartments 41 im Haus wie auch die Lage der Immobilie jene Anonymität und Unscheinbarkeit versprechen, die für die Ausübung der Wohnungsprostitution vorteilhaft sind. Wohnungsprostitution, besser verdienende Kundschaft. Das Geschäft der Rosemarie scheint zu diesem Zeitpunkt ja schon ziemlich gut zu laufen. Das Zitat, das wir gerade gehört haben, stammt aus Rosemarie Nitribit, Recherchen und Theorien, ein Buch von Dr. Guido Goller. Genau, der Herr Goller, der auch bei meiner Recherche zu Hinterkaifeck befragt wurde und auch zu diesem Thema eine Abhandlung verfasst hat. Wenn das also kein Grund ist, ihn wieder mal anzurufen. Goller. Hallo Herr Goller, hier ist der Bernie Meyer von der Dunklen Heimat. Wie geht's Ihnen? Hallo Herr Meyer. Ja, super. Noch geht's mir gut. Danke. Gut, ich hoffe, ich bin nicht derjenige, der das ändert. Aber nee, hoffe ich auch nicht. Nee. Ja. Warte mal, ich mach mal hier. So, Tür zu, genau. Aber erstmal schön, Sie wieder dabei zu haben. Und, ja, danke. Und dank Ihnen wissen wir ja auch, dass es quasi im Fall Hinterkaifeck, wenn es nicht der Schlittenbauer war, können es nur Außerirdische gewesen sein. Ja, genau. Da ist er wieder. Der legendäre Dr. Double G, unser eiskalter Analytiker. Im Ernst, ich freue mich, eine vertraute Stimme zu hören und steige natürlich sofort mit ihm ins Thema ein. Wie genau hat denn das Geschäftsmodell der Nitribit funktioniert? Sie haben, glaube ich, geschrieben, die Beiläufigkeit, dieser scheinbare Zufall der Bekanntschaft macht sie so elegant und distinguiert sie vom Rotlichtbetrieb. Die Kunden fühlen sich quasi auserkoren von ihr als Geschäftsfrau. Das fand ich eine gute Formulierung. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ne? Es ist auch ein Kompliment, wenn man auch unter die Liebhaber oder Kunden der Nitribit gezählt wird. Ne? So meinten Sie das. Ja, das ist, glaube ich, habe ich sogar irgendwo abgeschrieben. Das ist gar nicht von mir. Aber das trifft es, ja, genau. Es trifft es deswegen, weil sie sich nach einer Zeit wohl auch überlegt hat, wie komme ich am besten an gut betuchte Kunden ran. Das mache ich also nicht, indem ich mit so einer, man stellt sich das ja immer so vor, ne, mit so einer roten Handtasche um den Bahnhof rumlaufe, sondern was ist in den 50er Jahren das Statussymbol schlechthin, also eigentlich bis heute, ne, aber ist ja egal, da noch mehr, das Automobil. Ne? Was mache ich, wie komme ich an die Leute ran, die wirklich auch meinen Preis zahlen können? Es ist ja nicht so, dass sie da irgendwie so 5 D-Mark verlangt, das gab es früher auch. Und kommt dann zu der Überlegung, das mache ich am ehesten, indem ich mit meinem Automobil oder mit meiner Erscheinung die Leute anspreche, die auch das entsprechende Geld haben. Ne? Das fand ich eine recht interessante Geschäftsidee. Verstehe. Wenn du im Nachkriegsdeutschland einen Mann anlocken willst, dann geht es am besten mit einer geilen Karre. Wahrscheinlich funktioniert das auch heute noch. Und die Rosemarie, die hatte eine geile Karre. Aber hallo. Anpassungsfähig an die Wünsche seines Besitzers und bei aller Verwandelbarkeit immer gleich elegant und von bestechender Schönheit ist der 190 SL der ideale Wagen für alle Automobilisten, die im Hinblick auf Technik und Ästhetik hohe Ansprüche an ihr Fahrzeug stellen. Ob sie ihren Wagen auf täglicher Fahrt im Stadtverkehr oder auf Reisen benutzen wollen, ob sie bei schönem Wetter das offene Fahren lieben oder die repräsentative Note eines geschlossenen Wagens bevorzugen, der Typ 190 SL erfüllt in seiner Vielfältigkeit noch mehr als diese Wünsche. Ja, so stand's damals in einem Werbeprospekt zu dem Auto, das sich unsere Rosemarie leistete. Und irgendwie wirkt's wie ein Text, den sie auch über sich und ihre Dienste hätte inserieren können. Vielleicht hat sie ja den Text gelesen und gedacht, Mensch, das ist genau mein Auto. Hat ja dann auch ganz gut geklappt und zusammengepasst. Oder besser gesagt, es war wohl eine Investition, die sich wirklich gelohnt hat. Was sind denn 80.000 D-Mark, Ihr geschätztes Jahreseinkommen des Jahres 1957? Was wären das ungefähr, wenn man sich das jetzt mal so in Euro heute vorstellen müsste? Genau, ich hatte es ja ausgerechnet. Ich habe das an den Rentenniveaus ein bisschen relativiert. Also ich habe versucht, die Kaufkraft. Jetzt bin ich super schlecht im Kopf rechnen. Machen Sie mal 80.000 mal 6,4. Das mache ich doch direkt mal. 80.000
mal 6,4. Da kommen wir dann auf 512.000. Genau, ja. Das gibt es jetzt hier in der Firma, wo ich arbeite, auch. Aber da sind wir noch ein bisschen weiter oben. Und das sind eigentlich so Vorstandsgehälter, ne? Oder Geschäftsführergehälter in mittelgroßen Gesellschaften. Also wie geschrieben, sie gehörte zu den 3% Einkommensbeziehern oder den höchsten Einkommensbeziehern in der Bundesrepublik damals mit dem Einkommen von 80.000. Sofern es stimmt, kann man aber einigermaßen nachvollziehen, dass das scheint den Tatsachen zu entsprechen. Oh, 500.000 Euro im Jahr. Das sind ja circa 40.000 Euro im Monat. Beeindruckende Zahlen. Damit lässt sie so manchen ihrer solventen Kunden links liegen. Das hat sich Rosemarie Nitribitt alles alleine erwirtschaftet. Die Frage ist, zu welchem Preis? Hier ist der Hessische Rundfunk mit dem ersten Programm. In Ihrer Wohnung in der Frankfurter Innenstadt ist heute Nachmittag gegen 17 Uhr das 24-jährige Mannequin Rosemarie Nitribitt tot aufgefunden worden. Das Mädchen ist vermutlich ermordet worden. Alles in Rosemaries Leben scheint endlich mal rund zu laufen. Sie hat sich ein neues Auto bestellt, sie hat einen unfassbaren Verdienst und soll sogar mit dem Ausstieg aus dem Geschäft und einem Umzug aufs Land geliebäugelt haben. Aber dann endet es. Urplötzlich. An einem Tag Ende Oktober. Irgendjemand reißt Rosemarie Nitribitt hässlich und brutal aus dem Leben. Der vermeintliche Tathergang, den die Polizei nach ersten Ermittlungen und Zeugenbefragungen anfertigt, liest sich wie folgt. Um 9 Uhr klingelt die Aufwartefrau Erna Krüger in der Stiftstraße 36, weckt Nitribitt und wird von ihr, vermutlich aufgrund der frühen Uhrzeit, nach einem kurzen Disput an der Wohnungstür wieder fortgeschickt. Nitribitt, die einen grau-blauen Schlafanzug trägt, scheint allein zu sein. Heinz Pohlmann ruft am späten Vormittag bei Nitribitt an und verabredet sich mit ihr. Gegen 13 Uhr trifft er mit seinem Wagen in der Stiftstraße ein. Die Aufwartefrau Erna Krüger betritt gegen 14 Uhr Nitribitts Wohnung. Sie trifft dort auf Heinz Pohlmann, der verschwitzt aussieht. Der Heinz Pohlmann ist zu dieser Zeit der beste Freund der Nitribitt. Ein ebenso schillernder wie undurchsichtiger Typ. Und er macht sich permanent verdächtig, als wäre es ein Hobby von ihm. Über den gibt es eine Menge zu sagen. Darum werden wir uns in einer späteren Folge kümmern. Aber lesen wir weiter im Protokoll. Nach kurzer Zeit und einem Disput mit ihrer Auftraggeberin verlässt Krüger die Wohnung wieder. Pohlmann kocht auf Wunsch Nitribitts einen kleinen Topf Reisbrei. Um 15 Uhr betritt ein Freier die Wohnung. Nitribitt peitscht ihn im Schlafzimmer aus. Sie ist nackt. Das Bett bleibt unberührt. Nach dem Auspeitschen isst Nitribitt im Beisein des Kunden einen Frühstücksteller Reisbrei. Der Kunde raucht währenddessen eine Zigarette. Sie unterhält sich mit ihm und spricht davon, dass sie Angst hat. Abgesehen von der beachtlichen Bandbreite der Nitribitt, dass sie also eben anscheinend auch BDSM-Praktiken im Angebot hat, ist das ein bemerkenswerter Moment. Da sitzt sie also mit dem Mann, den sie gerade ausgepeitscht hat. Er, ganz entspannt, kommt wieder runter, raucht eine. Sie löffelt in ihrem trostlosen Reisbrei herum. Er will ein bisschen Smalltalk halten, um nicht unhöflich einfach so zu gehen. Und sie offenbart sich ihm, sagt ihm, dass sie Angst hat. Aber Angst wovor? Ahnt Rosemarie, was hier später noch geschehen wird? Gibt es da eine konkrete Bedrohung? Was weiß Rosi? Für einen Kunden, der sich gerade noch mit der Reitgerte behandeln ließ, vermutlich eine etwas überfordernde Situation. Im Polizeiprotokoll steht Folgendes. Gegen 16 Uhr verlässt der Kunde, also unser Ausgepeitschter, das Apartment. Die Nitribitt zieht sich an, um Besorgungen zu machen und möglicherweise ab 17 Uhr ihren Wagen aus der Mercedes-Werkstatt abzuholen, denn der hat eine Macke. Der Täter, nach Ansicht der Frankfurter Kripo, Heinz Christian Pohlmann, betritt am 29.10.1957 nach dem letzten Freier schätzungsweise zwischen 15.45 Uhr und 16.30 Uhr die Wohnung von Rosemarie Nitribitt bzw. wird in die Wohnung gelassen.
Ein gewaltsames Eindringen ist nicht erkennbar. Die Wohnungstür weist keine Einbruchsspuren auf. Zwei Wohnungsschlüssel Nitribits befinden sich in der Barockkommode im Flur. Der dritte Wohnungsschlüssel befindet sich am Schlüsselbund des Mercedes 190 SL. Nitribit bietet dem Besucher einen Schnaps an. Es findet ein Gespräch statt, in dessen Verlauf es zum Streit kommt. Die Situation eskaliert. Der Gesprächspartner wird handgreiflich. Nitribit fühlt sich bedroht, greift zum Telefon auf der Kommode neben dem Sofa. Der Täter versucht, Nitribit an der Nutzung des Telefons zu hindern, packt sie von hinten am Hals und reißt sie zurück. Nitribit fällt rückwärts zu Boden, wobei das Telefon von der Minibar gerissen wird. Sie schlägt mit dem Hinterkopf auf eine Sessellehne oder wird auf die Sessellehne aufgeschlagen und zieht sich eine etwa 4 cm lange Platzwunde am rechten Hinterkopf zu. Nitribit bleibt benommen am Boden liegen, Blut gelangt auf den Parkettboden und den auf dem Boden liegenden Telefonhörer. Soweit das Protokoll. Also, kurz gesagt, die totale Eskalation einer Gesprächssituation. Und jetzt Spoiler. Für Dr. Goller steht fest, dass es nur der Pohlmann gewesen sein kann. Er hat aber eine andere Theorie darüber, wie die Platzwunde an Rosemaries Hinterkopf entstand. Bei ihm beginnt es auch mit einem Streit zwischen den beiden, aber geht so. Das artet so ein bisschen aus. Der Pohlmann hat auch so ein bisschen, sag ich mal, durch die Slibowitz getrunken, kriegt wahrscheinlich noch einen angeboten. Man weiß nicht, ob er zu Hause auch noch mal was getrunken hat. Kann man nicht sagen. Reagiert cholerisch. Dafür ist er wohl auch so ein bisschen bekannt auch. Da gibt es auch Zeugenaussagen. Hm. Und meine Theorie ist, er schlägt ihr jetzt nicht, was man in den meisten Filmen oder was ich nicht in den meisten Büchern liest, er schlägt ihr nicht mit dem Aschenbecher auf den Kopf, weil überlegen Sie mal von sich, also gut, ist jetzt schwierig, aber nehmen wir an, Sie würden einen Aschenbecher nehmen und jemanden auf den Kopf schlagen. Dann machen Sie das, um den zu vernichten. Hm. Sie wollen den nicht verletzen, Sie wollen den vernichten. Ich persönlich würde jetzt so lange auf den eindreschen, bis der nicht mehr lebt. Ja, also wenn ich in der Form wäre. Ich glaube, er nimmt den Aschenbecher, als sie zum Telefon greift und wirft den einfach aus lauter Wut in Richtung Nitribit und trifft sie am Kopf. Das ist meine Theorie. Daher auch diese Platzwunde hinten am Kopf. Also er beabsichtigt gar nicht erstmal, sie mit einem Schlaginstrument zu erschlagen, sondern das ist reine Cholerik, reine Wut. So, und dann, als sie blutet, also das Telefon wird runtergerissen, artet das Ganze aus, sie kriegt das vielleicht noch mit, fängt an rumzuschimpfen, rumzuschreien. Die Nachbarin unter ihr hört ja einen einzigen Hilferuf und dann dreht der Kollege völlig durch, klemmt sie auf das Sofa und wirkt dann so lange mit dem Gesicht in das Sofakissen, bis sie sich nicht mehr rührt. Hm. Im Protokoll geht's jetzt so weiter. Nitribit rutscht leblos vom Sofa. Der Täter legt Nitribit ein Handtuch unter die blutende Kopfwunde, versucht sie womöglich in eine stabile Lage zu bringen, weil er zunächst nicht davon ausgeht, dass Nitribit tot ist. Er entwendet 18.000 D-Mark aus dem Wohnzimmerschrank Nitribits. Der Täter beseitigt Fingerabdrücke von einer Schnapsflasche, dreht die Fußbodenheizung auf und zieht die Wohnungstür hinter sich zu. Er verlässt das Apartmenthaus Stiftstraße 36 durch den Hintereingang zum Garagenhof und flüchtet mit einem dort abgestellten dunklen Fahrzeug. Zurück bleibt die entstellte Leiche der 24-jährigen Rosemarie Nitribit. Wie lange dauert es, bis jemand gefunden, bis jemand vermisst wird? Bei Familienmenschen geht das sicher schnell. Man fehlt ja, wird gebraucht, die Lücke ist sofort spürbar. Aber bei so Einzelgängern wie der Rosemarie, da dauert das vielleicht ein bisschen länger. Wobei, es gab ja durchaus Strukturen, in denen sie lebte, die andere Personen mit einbezogen. Aber, Zufall oder nicht, an dem letzten Tag, an dem sie noch lebend gesehen wurde, hat sie sich mit ihren zwei wichtigsten Bezugspersonen gezankt. Pohlmann war sauer auf sie, aber auch ihre, wie soll man sagen, Haushälterin Erna Krüger war sich nicht ganz grün mit ihr, eher im Gegenteil. Denn die Erna Krüger hat gerade erst eine teure Vase zerdeppert und muss sich ihren fälligen Anschiss abholen, bei dem es auch um Grundsätzliches geht. Kurz, Rosemarie hat sie gerade erst aus der Wohnung geworfen. Und dennoch
ist sie es, die ein paar Tage später wieder vor der Wohnung in der Stiftstraße steht und sich wundert, dass ihr niemand aufmacht. In Gollas Buch wird das so beschrieben. Am Nachmittag des 1. November 1957, einem Freitag, macht die 47-jährige Aufwartefrau Erna Krüger, Nachbarn von Rosemarie Nitribitt, in der Stiftstraße darauf aufmerksam, dass sie ihre Auftraggeberin seit Tagen nicht gesehen habe. Sie sucht, wie sie später aussagen wird, nach dem schwarzen Mercedes 190 SL, der meistens auf einem der umliegenden öffentlichen Parkplätze parkt, fragt bei Geschäften in der Nachbarschaft nach, wann Nitribitt zuletzt gesehen worden sei und berichtet von Tüten mit Frühstücksbrötchen, die sich vor der Wohnungstür angesammelt hätten. Seit Tagen scheint niemand die Brötchen hereingeholt zu haben. Nitribitt gilt als gewissenhaft und sparsam. Wenn sie verreist, bestellt sie die Brötchenlieferungen ab. Ein Journalist, der in der Nachbarschaft Nitribitts wohnt, hört in einem Modegeschäft zufällig von den Beobachtungen Krügers und verständigt gegen 16.50 Uhr die Polizei. Um 17.30 Uhr treffen die Polizeihauptwachtmeister Heinz Möller und Heinz Gouvernator in der Stiftstraße 36 ein. Man hört einen Hund im Inneren der Wohnung winseln. Da die Wohnungstür zugezogen, aber nicht verriegelt ist, kann sie von einem hinzugerufenen Schlosser rasch geöffnet werden. Die Beamten dringen in die Wohnung ein. Es ist stockfinster. Die Vorhänge sind zugezogen, die Luft steht, es ist brütend heiß. Die Fußbodenheizung läuft auf vollen Touren. Die Polizisten müssen würgen. Ein beißender Geruch hat sich breit gemacht. Es gibt nur eine Sache auf der Welt, die so riecht. Verwesung. Als sie ins Wohnzimmer kommen und das Licht anmachen, sehen sie direkt, woher der Gestank kommt. Golla beschreibt in seinem Buch ganz genau, was man auf den Tatortfotos erkennen kann. Die Leiche der 24-jährigen Rosemarie Nitribitt liegt in Rückenlage vor dem Sofa auf dem Boden. Der Kopf ist leicht nach links geneigt. Die Tote liegt mit dem linken Bein ab Höhe Oberschenkel unter dem Sofa. Das rechte Bein liegt leicht eingeknickt auf dem Sitzpolster des Sofas. Es sind verkrustete Blutaustritte aus Nase und Mund erkennbar. Blut ist in beide Augenhöhlen und das linke Ohr des Opfers gelaufen. Das Gesicht der Toten ist stark gedunsen. Blut ist aus einer Platzwunde am Hinterkopf ausgetreten. An der rechten Stirn- und Schläfenseite sind Hautabschürfungen sichtbar. Im gesamten Halsbereich bis ca. 1 cm in das Dekolleté hineinreichend sind zahlreiche Würgemale, Hämatome und Kratzspuren erkennbar. Halb unter der rechten Kopfseite liegt ein rosafarbenes Frottetuch. Die Extremitäten, die Finger des Opfers, sind dunkel eingefärbt. Die Folge an Ermittlungspannen, die von dem Moment der Entdeckung ausgehen, ist beispiellos. Die Polizei scheint völlig kopflos zu ermitteln. Gleichzeitig ist die Presse angespitzt. So ein spektakulärer Fall und dann weit und breit kein Täter. Und das bei der Klientel der Nitribitt. Das ist der Stoff, aus dem Gruselgeschichten für das Bürgertum gestrickt sind. Ein Jahr nach dem Tod gibt's bereits den ersten großen Kinofilm über das Verbrechen. Ein Blockbuster. Dazu kommen eine Menge Bücher. Und noch Jahre danach große Serien in Illustrierten. Mit der Nitribitt hat das junge Deutschland endlich einen Skandal, von dem man sich gemütlich zu Hause vor dem Fernseher gruseln kann. Aber immer mit der Gewissheit, dass das ganz weit weg ist. Denn wer hat schon Kontakt zu Frankfurter Edelprostituierten? Selbst in den letzten Jahren gab es immer noch Texte über Rosemarie Nitribitt, einer davon aus der Süddeutschen Zeitung, die da sagt: Wer verstehen will, wie die Bundesrepublik in den Anfangsjahren tickte, der findet in diesem Mord reichlich Anschauungsmaterial. Schon unmittelbar nach seinem Bekanntwerden setzte ein medialer Tsunami ein, der die Doppelmoral der vermufften Adenauer-Ära offenbart. Viele Zeitungen jatzten die Tat zum ersten Sittenskandal hoch. Im Zuge dessen wurde aus Rosemarie Nitribitt die Nitribitt, die berühmteste Hure des Landes. Gleichwohl scheuten sich die Blätter, das Kind beim Namen zu nennen. Wahlweise firmierte Rosemarie als eine bekannte Erscheinung der Lebewelt oder als ein sogenanntes Mannequin. Als Mannequin stand sie auch im Telefonbuch. Soweit die SZ. Höchste Zeit herauszufinden, was diesem Mannequin wirklich passiert ist.
nächstes Mal bei Dunkle Heimat Nitribit. Wo kam Rosemarie eigentlich her? Wie ist sie aufgewachsen? Man kommt in ein graues Nichts quasi. Und jemand, der so einen Impuls hatte, wie die Rosemarie Nitribit raus zu wollen, und dann mit diesen alten Pflegeeltern, die es gut meinten, aber auch nicht wussten, was man dann tun muss bei so einem jungen Menschen, das war furchtbar. Und die Mutter hat ja immer wieder deutlich gemacht, dass sie um Gottes Willen dieses Kind nicht haben will. Und die Schwester hat dieses Grundgefühl ja immer dann später bestätigt. Die Rosemarie Nitribit. Die schon wieder. Ach, die schon wieder. 80 Jahre her. Ja, klar. Ja, die ist in meinem Alter gewesen. Ja? Ja. Eva von hier. Ja. Hauptstraße. Oh ja, da ist die 10. Die 10 haben sie halb weggerissen, oder? Sieht so aus. Das Haus der Familie Elsen. Die Rosemarie hingegeben wurde. Und hatte sie mit dieser Biografie überhaupt irgendeine Chance? Dunkle Heimat ist ein Podcast von Lautgut. Das Dunkle Heimat-Team besteht aus Bernie Meyer, Recherche, Interviews und Erzähler, Nils Bokelberg, Recherche und Drehbuch, Daniela Weiß, Recherche und Erzählerin, Organisation und Produktion Frieda Morische und Maria Lorenz, Pool Artists, Katrin Lugert, Marketing und Sales, Anja Kurz, Content und Social Media, Sven Rühlicke, Management Lautgut und Ruben Schulze-Fröhlich, dem Pottvater von Dunkle Heimat. Wir haben außerdem für dich noch eine exklusive Bonusfolge von Dunkle Heimat Staffel 1. Geh einfach auf lautgut.de und dort ins Backstage-Forum, da kannst du die Folge dir anhören. Und falls du die erste Staffel von Dunkle Heimat mit dem Thema Hinterkaifeck noch gar nicht kennst, findest du einfach alle 8 Folgen zum direkten Anhören auf lautgut.de oder in einem Podcatcher deiner Wahl. Falls du Hinweise zu unserem aktuellen Fall Rosemarie Nitribit hast, Fragen oder Feedback, schreib uns doch bitte einfach an dunkleheimat@lautgut.de. Auf Facebook und Twitter findest du uns unter @dunkleheimat. Und falls du gern True Crime hörst, genauso gern wie ich, dann habe ich jetzt noch einen heißen Tipp von unserem Kollegen Tim für dich. Hi Leute, ich bin's, Tim Sander. Erstmal Entschuldigung, ich habe nicht viel Zeit. Ich habe nur eine ganz kurze Pause, bin hier mal ausnahmsweise wieder am Set. Aber ich wollte euch eins unbedingt noch sagen. Am 25. Februar startet meine neue Podcast-Serie, die heißt Ungelöst, Verbrechen ohne Täter. Da geht es um lauter wahre Verbrechen, die nie aufgelöst wurden. Und da sind ein paar ziemlich krasse Fälle dabei. Und deshalb schaue ich jeden Montag tief in die Akten dieser Gräueltaten und begebe mich auf die Suche nach den Tätern und ihren Motiven. In den ersten Folgen geht es um den rätselhaften Mord an den Alcázar-Mädchen. Der ist seit 1992 ungelöst und schockiert noch immer ganz Spanien. Ja? Also unbedingt jetzt schon in deiner Podcast-App abonnieren. Ja? Das ist vollkommen kostenlos und du verpasst damit wirklich keine Folge. Tim, kommst du bitte in die Maske? So, okay, ich muss los. Also, bis dann. Tschüss. Ungelöst. Verbrechen ohne Täter. Ab 25. Februar in der Podcast-App deiner Wahl. Ungelöst ist eine Sendung von Besser Podcasts.